Eisbären-TV. Bärenstark. So, jetzt wieder zurück aus der Werbung. An meiner Seite Barry Noe, bekannt als Humbergott in Regensburg. Barry, fühlt dir das? Ja, schon irgendwie ein bisschen, ja. Was fühlt dir am meisten an Regensburg? Vitali, habe ich schon gefragt, er sagt, die Kollegen im Team. Er hat viele Freunde noch hier in Regensburg. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich meine, die Mannschaftskollegen, wo wir 3 Jahre zusammengespielt haben, die vergisst man halt einfach so, der Kontakt ist da und ja, das fehlt schon irgendwie ein bisschen, ja. Dein Ziel für heute, dein persönliches? Ja, dass wir auf jeden Fall 3 Punkte holen heute. Das wäre wichtig für uns. Schauen wir mal, wie es nach 60 Minuten ausschaut. Was kannst du mir über Weiden sagen? Wo ist der Unterschied zu Regensburg? Ich glaube, wir haben bis jetzt in der Saison noch kein einziges Mal 60 Minuten unsere konstante Leistung abgerufen. Und ich glaube, das ist einfach so der große Unterschied. Ja, von den Namen her, besonders in der Verteidigung, habt ihr eine klasse Mannschaft. Und wenn man dann sieht, vorne klappen die Tore, aber hinten scheppert es doch oft. Was muss anders machen oder was müsst ihr anders machen? Ja, ich meine, wir sind ja 5 Leute auf dem Eis. Wir müssen uns einfach gegenseitig unterstützen. Und wenn wir hinten kompakt stehen, in der Mittelzone kompakt, dann ist das auch für uns Verteidiger und für unseren Torhüter auch ein bisschen einfacher. Okay, danke Barry. Viel Glück für heuer. Dir und Vitali, habe ich vorher vergessen, eine verletzungsfreie Saison. Viel Glück in Weiden, dass ihr die Playoffs schafft. Bedanke mich bei dir und wir sehen uns spätestens in Weiden oder hier in Regensburg wieder. Danke dir. So, das war Barry Noe von den Blue Devils Weiden. Wir gehen jetzt nochmal in die Werbung und hören uns dann wieder in der Drittelpause. Herzlichen Dank.